Wir brauchen Enzo. Wir gucken einmal, wieso ihn wirklich jeder Descendant-Spieler dringend braucht und gehen dann gemeinsam Schritt für Schritt durch, was man tun muss, um ihn zu bekommen. The most important things on the battlefield. Supplies and support, naturally. Supplies and Support, sagt er, und darum geht es nämlich. Seine passive Fähigkeit ist das Entscheidende, warum ihn jeder braucht. Sie heißt Feuerunterstützer und gibt ihm selber und seinen Kollegen erstmal mehr Munition und ein paar Boni, was eine ganz nette Sache ist. Es geht hier aber um den zweiten Teil seiner passiven Fähigkeit und die sagt aus, dass die Effizienz steigt, wenn Enzo die Sicherheitsvorkehrungen des verschlüsselten Tresors entschärft. Das bedeutet, wir sehen es auf der rechten Seite, wir haben eine Zeitlimiterhöhung, das heißt, wir haben mehr Zeit, Tresore zu öffnen, Tempoverringerung, das heißt, es ist leichter, Tresore zu öffnen, dieses Minispiel zu schaffen, wir haben sozusagen nicht so viele Hürden zu nehmen, Anzahl der Abzüge ist reduziert. Dann haben wir eine Winkelveränderung, also hier wird das Minispiel leichter und. Das heißt, insgesamt wird es wesentlich leichter, Tresore zu öffnen. Und der letzte Teil, Belohnungen erhöhen sich dann ebenfalls. Und das ist absolut effizient. Also Enzo haut so eine starke Erhöhung raus für die Belohnung, dass sozusagen der Effizienzgrad durch das Öffnen und der Erhalt von Cooper, die Währung, die man braucht, um Module zu erhöhen, sich massiv erhöht. Und deswegen ist Enzo absolut wichtig, um Tresore zu öffnen, um mehr Ressourcen zu bekommen und in diesem Spiel wirklich effizient an Cooper zu kommen. Wenn wir jetzt auf das Journal gehen, dann oben auf Informationen, links auf Nachfahren und dann auf Enzo, können wir sehen, was wir alles brauchen, um ihn zu erforschen. Und zwar brauchen wir primär 4 Items, die wiederum aus Unter-Items bestehen. Hier gilt es, die Sachen zu farmen, wobei von oben nach unten die Items immer schwieriger werden. Fangen wir mit dem ersten Item an, verbesserte Zellen. Hier brauchen wir erstmal 2 Grund-Items, einmal die Molekularextraktoren und das Flektokrit. Hierzu, wenn wir auf F drücken am PC, sehen wir die Mission, müssen wir einfach Missionen machen in der Schlucht der Weißen Nächte. Das geht sowohl auf Normal als auch auf Schwer, wobei wir auf Schwer mehr Dinger zu bekommen sind. Und für Monokular müssen wir in die Wüste. Und wenn ich mal hier draufklicke, sehen wir, das sind einfache Missionen in der Wüste. Das heißt, hier werden immer wieder diese Items gedroppt. Also einfache Missionen machen und dann diese Ressource sammeln. Für das dritte Item in diesem Segment, anorganisches Biogel, müssen wir bereits eine besondere Mission machen. Und zwar Holzplatz, strategischer Außenposten der Vulgus. Das ist diese Mission hier. Wir können einfach hier hinporten, die Mission da unten annehmen und dann hier rüberlaufen, diesen Kreis und starten. Achtung, wir sehen auf der Karte, dass diese Aufgabe einen Timer haben kann. Der beträgt maximal 5 Minuten. Sollte dieser Timer da sein, ihr kommt nicht an die Mission dran, dann einfach die Instanz komplett verlassen, wieder reingehen und ihr bekommt dann wieder den Timer auf 0 oder anderen Timer, also mehrmals versuchen, bis er in einem Bereich ist, wo ihr eben die paar Sekunden warten könnt, um dann die Mission zu starten. Nicht wundern, in dieser Liste wird das anorganische Biogel nicht dargestellt. Es ist aber immer eine Wahrscheinlichkeit da. Also bekommt immer safe ein paar von diesem anorganischen Biogel. So 5 bis 10 Stück pro Runde solltet ihr bekommen, bis ihr dann eure Anzahl von 58 erfüllt habt. Das letzte Item ist immer der Bauplan, um das Ganze zusammenzustellen. Das ist immer das schwerste Item. Und zwar müssen wir für diesen Bauplan verbesserte Zellen ein amorphes Material holen. Und zwar entweder Nummer 3 oder Nummer 5-0. Was man auch machen kann, ist einen leeren Fusionsreaktor, also eine leeren Mission zu machen. Ist nicht mein Ding, also ich mag das nicht so sehr. Deswegen, ich bevorzuge eines dieser beiden Teile. Und dafür hierfür, also für amorphes Material 5-0, den gehängt machen müssen, gehe ich lieber auf die erste Mission. Da können wir Nummer 3 farmen und zum Grablöffel gehen, um das zu öffnen. Das amorphe Material bekommen wir in Kingston normal, also eine sehr, sehr einfache Mission. Wir gehen hier hin und haben mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%, also jede Runde bekommen wir ein amorphes Material, dann dieses Item und gehen dann zu dem Boss Grabläufer, um dann dieses amorphe Material 3 zu öffnen, also einmal besiegen und das amorphe Material Nummer 3 öffnen und dann mit einer Wahrscheinlichkeit von leider nur 6% dieses Teil holen. Allerdings ist es relativ leicht, das Ganze immer zu wiederholen, also man muss ein bisschen farmen, bis man diesen Bauplan hat. Solltet ihr einen Formstabilisator haben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um 10%, also auch hier ein kleiner Tipp, um die Wahrscheinlichkeit nochmal zu erhöhen. Das zweite Segment ist der Stabilisator. Hier müssen wir ebenfalls erstmal Grundmaterialien farmen. Das Silikon und die Nanopolymer kriegen wir durch einfaches Abschließen beliebiger Missionen, in dem Fall hier auf dem Echosumpf.
und für die Nanopolymere Mission abschließen in der Aknawüste. In der Regel solltet ihr diese Ressourcen sogar haben, wenn ihr ganz normal die Kampagne durchgespielt habt. Also da sollte man reichlich von bekommen haben. Das dritte Item ist wieder ein bisschen schwerer zu bekommen. Hier muss man sich auf eine Mission begeben und das Monster besiegen. Es ist einfach nur eine Farmerei. Auch hier kriegen wir ungefähr 5 bis 10 von diesen Items, in der Regel auf normal. Als Beispiel hier Schlachtfeldmission Triumphbogen. Die Mission wird hier aktiviert, dann gehen wir einmal rüber in die Arena und dort sehen wir bereits, wie irgendjemand das Ganze am Farmen ist. Also da einfach dazustoßen und den Boss besiegen, die Ressourcen sammeln und dann kommt wieder der 5-Minuten-Timer. Und hier ist das Coole, dass wir eine alternative Mission haben. Das heißt, wir können dann direkt weiter zur nächsten Mission gehen oder sogar zur übernächsten Mission gehen, wo es noch leichter ist, denn da können wir wieder hinteleportieren, einfach rüberlaufen und so haben wir ein bisschen Abwechslung und umgehen den Timer für diese Mission. Das vierte Item ist wieder ein Bauplan und zwar müssen wir hier wieder amorphes Material holen. Nummer 39 und Nummer 51. Nummer 51 ist wieder vom Gehängten, wie gesagt, wenn ihr den gerne macht, dann hier rein. Ansonsten empfehle ich die Nummer 39. Dazu müssen wir hier Stopp in den Cooper-Abbau machen, das ist die Wellenmission. Auf der Karte Schlucht der Weißen Nächte. Wenn wir hier hingehen, sehen wir einmal die Wahrscheinlichkeit für diese Mission. Und hier kann es halt ein bisschen heikel werden. Je länger man durchhält, desto höher steigt sozusagen die Wahrscheinlichkeit, so ein Item zu kriegen. Wir sehen hier die Wahrscheinlichkeit für das amorphe Material 38. Beträgt 10-54% und 39, was wir nämlich brauchen, 26-34. Das ist abhängig von der Welle, je weit man kommt. Also in der Welle 2 ist die Wahrscheinlichkeit 10%. Wenn man die Welle 4 schafft, ist das bereits 26%. In der Welle 6 bekommt man es gar nicht. In der Welle 8 43%. Das heißt, die lohnt es sich auf jeden Fall noch mitzunehmen. Und wer möchte und kann mit 31%iger Wahrscheinlichkeit noch die 10. Welle abschließen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob sich das zeitlich lohnt. Am effektivsten wäre es wahrscheinlich immer bis Welle 8 zu farmen und dann ein paar von diesen amorphen Materialmustern 39 zu bekommen. Mit diesem amorphen Material 39 gehen wir dann zu unserem Freund, den Pyromanen, und besiegen den Pyromanen ein paar Mal, also und zwar so oft, wie ihr eben amorphes Material Nummer 39 dabei habt und bis ihr den Enzo-Bauplan bekommt. Die Wahrscheinlichkeit für den Drop des Bauplans, wenn ihr dieses amorphen Material öffnet, beträgt 38%. Achtung, Achtung! 38% ist mit Vorsicht zu genießen. Es gibt Leute, die hier wesentlich mehr Versuche brauchen als in dem Fall jetzt 3 statistisch gesehen. Auch wichtig hier, wenn man einen Formstabilisator benutzt, dass dann die Wahrscheinlichkeit sinkt auf 32. Also bitte keinen Formstabilisator benutzen. Einfach reingehen mit dem Material, den Pyromanen killen und hoffen, dass ihr den Bauplan bekommt. Ansonsten das Ganze wiederholen. Da wir das Farmen in Looter-Shootern ja so sehr lieben, geht es auch genauso weiter für das dritte Item, Spiralkatalysator von Enzo. Übrigens, ihr müsst dann immer, wenn ihr alle 4 Items habt, zu der Forscherin und die Produktion dort starten. Das Ganze dauert auch nochmal 8 Stunden, also nicht warten und das nächste farmen, sondern erst das Ganze dann bei der Forscherin forschen und starten, dann weiter farmen. Auch hier haben wir wieder das Grundmaterial. Semi-permanentes Plasma und das Karmic-Verwundmaterial. Hierzu gehen wir einfach in Vespas und machen ganz normale Missionen. Und für das Karmic-Verwundmaterial gehen wir in Schlucht der Weißen Nächte und machen da auch ganz normale Missionen. Das heißt, das kann man kombinieren. In der Regel habt ihr die Items auch schon zu Genüge. Wo wir wieder genau gucken müssen, ist beim dritten Item. Die heißen positiv geladene Ionenteilchen. Und hierzu müssen wir wieder eine kleine Arena machen. Das Schöne ist auch hier, dass es mehrere Missionen gibt. Alles in der Aknawüste. Als Beispiel hier die Überwachungsposition. Da können wir einmal hier rüberlaufen, das hier farmen. Die Felshüllenbasis direkt daneben. Da können wir hierhin teleportieren und darüber laufen. Alles, um den Cooldown zu verringern. Es geht weiter mit dem verlassenen Neubaustand und so weiter und so fort. Also man kann hier alle Missionen machen und so lange farmen, bis wir 42 von diesen positiven Teilchen haben. Was wirklich nicht lange dauert im Vergleich zu dem Bauplan, das ist wieder das Schwerste. Hierfür brauchen wir wieder das amorphe Material. In dem Fall jetzt wieder die 11 oder Nummer 37. Hier jetzt ganz, ganz wichtig, da wir ja bereits Pyromanen besiegen mussten und ihr wahrscheinlich gute Erfahrungen habt mit Pyromanen legen, ist es so, dass ich definitiv hier die Nummer 37 empfehle. Bei der 11 ist es nämlich so, dass wir hier wieder den Cooper-Aufbau machen müssen. Und wer sich erinnern kann, da ist die Wahrscheinlichkeit eben so und so viel Prozent, dass man so ein Ding bekommt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigert sich sozusagen oder verändert sich pro Welle. Hier haben wir nur eine 10%ige Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Das heißt, ja, hier ist man auf Glück angewiesen. Während man für das amorphe Material 37 in der Schlucht der Weißen Nächte in das Biolabor gehen muss. Und das Schöne ist, wenn wir hier auf die Wahrscheinlichkeit gucken, ist die Wahrscheinlichkeit 100%. Das heißt, wir kriegen jede Runde
Jede Runde ein Amorphous macht ja halt 37. Deswegen dringend zu empfehlen, ins Biolabor zu gehen und danach den Pyromanen zu legen. Er öffnet euch sozusagen das Amorphous macht ja halt 37. Die Wahrscheinlichkeit für den Spiralkatalysator-Bauplan beträgt 38%. Also da sollte man nicht so oft reingehen müssen, um den zu holen. Und dann habt ihr alle drei Grund-Items fertig. Also let's go. Ja! Aber wir wollen das vierte Item nicht unterschlagen und das ist Enzos Code, das schwerste Item. Vielleicht hat der eine oder andere schon Glück und hat es bereits im Besitz, falls nicht, müsst ihr das farmen. Und zwar empfehle ich hier wieder Amorphous Material Nummer 25. Die 53 ist nämlich wieder beim Gehängten. Wer den Gehängten gerne macht, bitte schön. Ansonsten bitte zur Leichenbraut. Amorphous Material 25 bekommen wir im Echosumpf, also relativ einfach zu kriegen. Das ist wieder so eine Wellenmission. Auch hier ändert sich die Wahrscheinlichkeit wieder pro Welle. Und zwar bei Welle, also bis Welle 7 Abschluss keine Chance. Dann bei Welle 10, 25, also auf Morphous Mantel 25, 50%ige Chance. Also wirklich eine sehr, sehr hohe Chance. Bei Welle 14 kriegen wir wieder nichts. Und dann können wir weitermachen bis Welle 18. Und hier haben wir nochmal 80%ige Chance, eins zu bekommen. Wer noch Bock hat, bis 21 zu machen, hat nochmal eine 25%ige Chance. Das lohnt sich also eigentlich schon nicht mehr. Dafür kriegen wir zweimal. Also je nachdem, wie gut ihr seid, wie gut eure Charaktere sind, kann man das machen oder auch nicht. Also bis 18 lohnt sich aber auf jeden Fall, wenn ihr so lange durchhaltet. Und dann solltet ihr einige Teile des Amorph-Materials 25 haben. Die liebe Leichenbraut öffnet uns dann netterweise das Amorph-Material 25 und gibt uns mit einer 38%igen Wahrscheinlichkeit Enzos Code. Achtung, auch hier wieder den Formstabilisator nicht benutzen. Der reduziert die Wahrscheinlichkeit auf 32%. Also einfach reingehen mit dem Amorph-Material und so auf Leichenbraut besiegen, bis ihr entweder das Amorph-Material verbraucht habt oder Enzos Code final in den Händen hält. Wenn also alle Teile beisammen sind, wieder ab zu Anais und mit ihr reden, dass ihr uns die Forschung genehmigt. Einfach Enzo alle vier Items ihr geben. Das Ganze dauert 16 Stunden, also man kann nicht sofort mit Enzo loslegen. Das dauert dann nochmal fast einen ganzen Tag. Forschungskosten 400.000 ist dann noch relativ human. Die 16 Stunden sind eher das Problem. Dann startet man eben die Forschung. Und in 16 Stunden haben wir dann endlich Enzo, den Tresorfarmer, in unseren Händen haltend. Dann kann das Farm losgehen. Hier nochmal die Anleitung dazu, was man dann macht mit den Tresoren, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist, dass man auf schwer, also ganz, ganz wichtig, auf Stufe schwer das Ganze macht, weil nur dort das Cooper-Material zu kriegen ist. Hier nochmal die allgemeine Anleitung. Ansonsten verabschiede ich mich, Leute. Viel Spaß mit Enzo. Vergesst wirklich nicht, ihn zu farmen. Er ist wichtig. Verabschiede mich an dieser Stelle. Sage hasta luego und hasta la vista. Ciao.